Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum nächsten Vorlesungsteil aus der digitalen Vorlesungsreihe Pharmakologie. Und heute soll es gehen um Antiarrhythmika. Das bedeutet also Pharmaka, mit denen die Medizin in der Lage ist, arrhythmogene Komplikationen, das heißt also Erregungsbildungsstörungen des Herzens, zu verbessern. Diese Gruppe wird neuerdings auch bezeichnet als Multikanalblocker. Das stimmt jetzt nicht für alle Antiarrhythmika, aber für wesentliche Gruppen dieser Pharmakonsubstanzen, weil sie nämlich vor allen Dingen mit Natriumkanälen, Calciumkanälen und auch Kaliumkanälen interagieren. Wenn wir jetzt über Antiarrhythmika sprechen, müssen wir uns natürlich erstmal generellen Strukturen des Herzens nochmal zuwenden und dann nochmal die Elektrophysiologie des Herzens klären, die sich unterscheidet, weil das Herz zwei verschiedene funktionelle Zelltypen besitzt, nämlich Schrittmachermyokard und Arbeitsmyokard. Wir werden das jetzt so machen, Sie werden das jetzt gleich hier eingeblendet sehen, einige Stichworte, zu denen ich jetzt initial noch ein bisschen was sagen werde. Wenn wir das Herz anschauen, dann ist die erste wichtige Information, die wir brauchen, das Herz ist ein funktionelles Syncytium. Das bedeutet, dass alle Herzmuskelzellen über sogenannte Gap Junctions miteinander verbunden sind. Das sind Strukturen, Kanäle, die durch große Proteine wie Connexine aufrechterhalten werden. Das bedeutet also, dass die Erregungsbildung des Herzens nicht irgendwie jedes Mal willkürlich über den Herzmuskel sich verteilt, sondern dass über diese Gap Junctions die Erregungsbahnen vorgegeben sind, über die die Erregung hier läuft. Dann müssen wir schauen, wenn wir auf das Herz sehen, dass wir eine Zweiteilung des Herzens haben, nämlich in die Vorhöfe und in die Kammern. Und hier muss eine Trennung vollzogen werden, was die Elektrophysiologie angeht. Und das ist gewährleistet durch eine Struktur, die wir bezeichnen als Ventilebene. Und die Ventilebene trennt Vorhöfe und Kammern elektrophysiologisch. Hier kann also kein Aktionspotenzial passieren. Und das ist wichtig, weil das Herz gewährleisten muss, dass die Vorhöfe immer vor den Kammern kontrahieren. Und das gewährleistet es durch die Ventilebene, die nur an einer einzigen Stelle durchlässig ist, und das ist der sogenannte Atrioventrikular- oder AV-Knoten. Und das ist nochmal notwendig, weil an dem AV-Knoten eine Leitungsverzögerung generiert wird, die etwa 90 Millisekunden ausmacht. Und das gewährleistet, dass die Vorhöfe immer vor den Kammern kontrahieren, ja, weil über den AV-Knoten eine Leitungsverzögerung dann gewährleistet wird. Wenn wir uns jetzt die generelle Erregungsbildung anschauen, dann beginnt die in Schrittmacherzellen im Sinoatrialknoten im rechten Vorhof, pflanzt sich dann fort über den AV-Knoten und geht dann über Hissbündel, Tavara-Schenkel und Purkinje-Fasern in die Ventrikel über, ja, bis auch die letzte Herzmuskelzelle hier erregt ist. Für die Erregungsbildung des gesunden Herzens gilt, die Erregungsbildung ist schnell, während die darauffolgende Refraktärzeit der Herzmuskelzellen dann lang ist. Und diese lange Refraktärzeit, die garantiert, dass wir keine Tetanisierung des Herzens bekommen. Das heißt also, dass nicht ein erneut frühzeitig einkommendes erregendes Signal dann zu einer frühzeitigen Kontraktion von Zellen führt, bevor die vorhergehende Kontraktion des Herzens schon abgeschlossen ist. Dieser Zustand ändert sich vor allen Dingen bei Herzmuskelerkrankungen, ja, wo wir dann sehen, dass besonders die Refraktärzeit verkürzt wird, aber das werden wir uns in dem Sinne dann auch gemeinsam anschauen. So dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir sagen können, okay, das Herz, ein funktionelles Syncytium, Erregungsweitergabe über Gap Junctions, dann Erregungsüberleitungsverzögerung über den AV-Knoten, ja, der die einzige Struktur ist, mit der die Ventilebene überwunden werden kann, und dann die generelle Unterscheidung von Schrittmacherzellen und von Zellen des Arbeitsmyokards im Herzen. Und jetzt werden wir in einem nächsten Schritt uns die Elektrophysiologie des Herzens anschauen, und dafür bereite ich eine kurze Skizze vor. Schauen wir uns jetzt die Elektrophysiologie von Schrittmacherzellen und von Arbeitsmyokardzellen an, weil das ist die wichtige Grundlage, um nachher zu verstehen,
auf welche Art und Weise die Elektrophysiologie gestört ist und dann zu arrhythmogenen Komplikationen des Herzens führt. Und das ist notwendig, um verstehen zu können, auf welche Art und Weise Antiarrhythmika jetzt mit diesen Prozessen interferieren. Beginnen wir mit den Schrittmacherzellen. Das mache ich jetzt einfach mal hier oben, dass wir uns das nochmal gemeinsam markieren. Die Schrittmacherzelle ist charakterisiert durch ihre Automatie. Das bedeutet, diese Zellen sind in der Lage, autark selbstständig eine Erregungsbildung zu machen. Das heißt, es ist kein exogenes Signal notwendig, um zu einer Aktionspotenzialbildung hier zu kommen. Und verantwortlich dafür sind jetzt verschiedene Kanalsysteme, die wir jetzt gemeinsam betrachten. Für die Erregungsbildung der Schrittmacherzelle müssen wir besprechen, den sogenannten HCN steht für Hyperpolarization Activated Cyclic Nucleotide Gated Channel und zwar mit der Nomenklatur Nummer 4, also wir kennen verschiedene Isoformen und der HCN4 ist in den Schrittmacherzellen des Herzens exprimiert. Der vermittelt einen Natriumstrom, habe ich hier angegeben, den wir als Current, hier I für Current, als Funny Current bezeichnen und Funny deswegen, weil der HCN ein Alleinstellungsmerkmal im Körper besitzt. Es ist nämlich der einzige spannungsabhängige Kanal, der durch eine Hyperpolarisation der Membran geöffnet wird. Denken Sie dran, alle anderen spannungsabhängigen Ionenkanäle wie Natriumkanäle, Calciumkanäle, Kaliumkanäle werden immer nur durch Membrandepolarisation geöffnet und das ist hier genau umgekehrt. Deswegen Funny Current, um diese Besonderheit hier herauszustellen. Was die Aktivität angeht, die kennt man, er hat seine maximale oder halbmaximale Aktivität, das ist korrekter, bei etwa minus 70 Millivolt. Sie sehen also schon, also im weit elektronegativen Bereich öffnet dieser Kanal und Natrium strömt ein. Dieser Natrium-Einstrom wird dann natürlich durch einstrompositiver Teilchen unser Membranpotenzial so verändern, dass es elektropositiver wird. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wenn wir den HCN anschauen und ihn hier auf unser Koordinatensystem übertragen, vermittelt er also unter Hyperpolarisation einen Natrium-Einstrom in die Zelle hinein, weil wir gelernt haben, Natrium strömt immer von außen nach innen. Das würde dann in unserem Fall so aussehen. So, das wäre hier unser Natrium und das halten wir hier gleich fest. Also das wäre unser Funny Current, vermittelt durch den unter Hyperpolarisation geöffneten HCN. Dieses einströmende Natrium wird jetzt natürlich dazu führen, dass das Membranpotenzial der Schrittmacherzelle elektropositiver wird. Das wird jetzt erkannt vom Spannungssensor unseres T-Typ-Calcium-Kanals, von dem wir gelernt haben, ist ein sogenannter Low-Voltage-Activated Channel, das heißt, bei niedriger Depolarisation wird er schon geöffnet, weil er sehr sensitiv ist. Das bedeutet für uns, aufgrund des steilen Calcium-Gradienten wird Calcium ebenfalls von außen ins Innere der Schrittmacherzelle hier hineinströmen. Und das ist ein relativ steiler Calcium-Einstrom. Und den machen wir hier bei der zweiten Erregungsbildung nochmal, ja, sodass das praktisch so aussieht. Und das wäre unser Calcium-Einstrom. Dieser massive Calcium-Einstrom führt dann zur vollständigen Depolarisation der Membran, also Erregungsbildung der Schrittmacherzelle. Dann erfolgt die Repolarisation über unseren dritten Kanaltyp, Kaliumkanäle, die geöffnet werden. Hierbei handelt es sich vor allen Dingen um den schnellen Kaliumausstrom. Hier gezeigt IKR, also K für Kalium und R für Rapid, also der schnelle Kaliumausstrom. Das ist ein Anteil des Delayed Rectifiers, der aus einem schnellen und einem langsamen Kaliumausstrom hier besteht, von dem wir wissen, dass der schnelle Kaliumausstrom die entscheidende Komponente ist für die Repolarisation. Und die Kanalstruktur, die bezeichnet man als HERC. Was nicht ganz korrekt ist, aber auch das werden wir nachher noch exemplarisch nochmal im Detail miteinander besprechen. Wichtig ist aber, dass die porenbildende Domäne dieses Kanals wird gebildet von einer Struktur, die wir bezeichnen als KV11.1. Ja, da geht das Kalium durch und das ist die entscheidende Struktur für unseren repolarisierenden Kaliumausstrom. Wenn wir das auf die Grafik übertragen, dann sieht das so aus. So, und dann hier zur Mitte.
Dass wir jetzt hier unser Kaliumausstrom. Und dieser Kaliumausstrom vermittelt natürlich jetzt einen massiven Ausstrom positiv geladener Teilchen. Das heißt also, wir bekommen jetzt eine Membranpotentialumkehr, weil positive Teilchen die Schrittmacherzelle verlassen. Das bedeutet, unser Membranpotential wird zunehmend elektronegativer, bis wir wieder den Wert von ungefähr minus 70 Millivolt erreichen. Und das ist genau der Wert, in dem unser spannungsabhängiger HCN unter Hyperpolarisation öffnet. Wir kriegen einen erneuten Natrium-Einstrom, Depolarisation, Öffnen von Calcium, Repolarisation, das führt zur Hyperpolarisation, das öffnet unseren HCN erneut alleine, sodass Sie sehen, dass alleine die Eigenschaft des HCN unter Hyperpolarisation zu öffnen, die Automatie der Schrittmacherzelle hier erklärt. Das heißt, diese Zelle braucht kein exogenes Signal, weil unter HCN während der Repolarisation dann eine erneute Erregungsbildung angestoßen wird. Dies sieht völlig anders aus beim Arbeitsmyokard und das schauen wir uns an, wenn ich uns auf der Tafel Platz gemacht habe. Schauen wir doch gemeinsam auf das Arbeitsmyokard, hier oben nochmal für uns zur Erinnerung markiert. Auch hier zuerst die Kanalsysteme, die beteiligt sind. Hier haben wir spannungsabhängige Natriumkanäle, die jetzt aber nichts mit dem HCN zu tun haben, sondern klassische spannungsabhängige Natriumkanäle sind, die durch Depolarisation geöffnet werden. Dann werden wir L-Typ-Calciumkanäle finden, spannungsabhängige Calciumkanäle, High-Voltage-Activated. Und dann finden wir wieder unseren Delayed Rectifier, von dem wir gesehen haben, dass es hier vor allen Dingen um den schnellen Kaliumausstrom geht, der über den KV11.1 respektive HERG vermittelt ist. Und dann werden wir am Schluss noch zwei kleine Ströme ganz kurz besprechen, die für die Stabilisierung des Membranpotentials hier verantwortlich sind. Wenn wir jetzt die Erregungsbildung anschauen, die nächste wichtige Information ist, das Arbeitsmyokard braucht ein exogen einkommendes Signal, das heißt, sie ist nicht zur Automatie in der Lage, weil sie kein HCN besitzt. Dieses exogene Signal ist das Ankommen eines Aktionspotentials von außen. Das führt zur Membrandepolarisation und das wird zuerst registriert von unseren spannungsabhängigen Natriumkanälen, deren Spannungssensor jetzt dazu führt, dass der Natriumkanal öffnet. Auch hier haben wir gelernt, Natrium natürlich wie eben beim HCN auch immer von außen nach innen in die Zelle. Wir bekommen einen schnellen Natrium-Einstrom. Für etwa 2 Millisekunden. Dieser schnelle Natrium-Einstrom über spannungsabhängige Natriumkanäle führt zu einer drastischen Depolarisation der Membran. Das reicht jetzt aus, um den Spannungssensor unseres spannungsabhängigen Calciumkanals zu aktivieren. Der Calciumkanal öffnet, jetzt kommt es zu einem langen, calciumgetragenen Bildung eines Aktionspotentials. Das sieht dann so aus. Das folgt. Dann wird ein Plateau erreicht. Ja, und dann hört das auf. So, das ist der Calcium-Einstrom, der natürlich wichtig ist, einmal für die Aktionspotentialbildung, aber auch für die Inotropie, ja, weil wir natürlich wissen, dass für die Kontraktion der Arbeitsmyokardzelle auch Calcium notwendig ist. In der Mitte der Erregungsbildung öffnen dann spannungsabhängige Kaliumkanäle. Hier geht es jetzt um den Delayed Rectifier mit seiner Komponente des schnellen Kaliumausstroms, IKR, vermittelt über vor allen Dingen diese porenbildende Domäne KV11.1. Kalium rauscht nach außen, ja, weil wir gesehen haben, wir haben ja natürlich einen Kaliumgradienten, der immer so gelagert ist, dass Kalium von innen nach außen strömt. Ja, und hier trage ich es vielleicht nochmal ein, weil das nachher für uns nochmal wichtig ist. Das ist unser hauptsächlich über den schnellen Kaliumstrom getragener Repolarisationsprozess. Das führt dann dazu, dass die Membran zunehmend elektronegativer wird und wir das Ausgangsmembranpotential erneut erreichen. Und dann haben wir zwei kleine Ströme, die hier am Ende nochmal stattfinden. Wir haben nochmal einen späten Natrium-Einstrom, den sogenannten Current Natrium Late, ja, und auch einen kleinen Kaliumausstrom, hier den
Current K1, die zu einer Stabilisierung des Membranpotentials am Ende dann führen. Und dieser Current Natrium Late, der hat unter Umständen auch eine Beteiligung nachher bei Herzrhythmusstörungen. Dann werden wir da nochmal ganz kurz hier drüber sprechen. Sodass wir sehen, dass die Elektrophysiologie der Arbeitsmyokardzelle sich anders darstellt als die des Schrittmachermyokards. Nachdem wir uns die Elektrophysiologie von Schrittmacherzelle und Arbeitsmyokard angeschaut haben, möchte ich, dass wir diese Prozesse nochmal übertragen auf eine andere Darstellungsform, das heißt die Erregungsbildung des Herzens jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise darstellen. Und dafür schauen wir gemeinsam auf das sogenannte Elektrokardiogramm, das heißt also hier die Ableitung der elektrophysiologischen Prozesse, die am Herzen stattfinden. Und das erkennen Sie schon, das habe ich jetzt schon mal unbeschriftet exemplarisch hier auf die Tafel vorgegeben, wie so eine Ableitung eines Aktionspotenziales im Elektrokardiogramm aussieht. Wenn wir jetzt mit der ersten Struktur beginnen, diese Struktur ist die sogenannte P-Welle. Die P-Welle ist die Erregung oder gibt die Erregungsbildung der Vorhöfe wieder. Das heißt also, das, was atrial stattfindet, Erregungsbildung und Kontraktion, kann elektrophysiologisch abgeleitet werden in der sogenannten P-Welle. Danach bekommen wir zu sehen die sogenannte PQ-Strecke. Ja, und diese PQ-Strecke ist nichts anderes als die atrioventrikuläre Überleitung, von der wir gesagt haben, dass der AV-Knoten ja, die Möglichkeit gibt, das Signal mit Leitungsverzögerung durch die Ventilebene hindurchzubringen, um dann die Ventrikel zu erregen. Diese ist isoelektrisch, kann also nicht abgeleitet werden. Danach kommt die Erregung in den Ventrikeln an und wir schauen hier auf den sogenannten Q. RS-Komplex. Und dieser QRS-Komplex ist nichts anderes als die elektrophysiologische Ableitung der Erregungsbildung und Kontraktion der Ventrikel. Deswegen hier auch PQ-Strecke, ja, weil hier mit dem Q das Ende der PQ-Strecke definiert ist. Wenn jetzt die Erregungsbildung der Ventrikel abgeschlossen ist, kommen wir hier auf die sogenannte ST-Strecke. Ja, und der Name deswegen, weil die ST-Strecke zwischen unserem S-Punkt und der sogenannten T-Welle liegt. Ja, das heißt also, dieser Bereich hier, den wir als ST-Strecke bezeichnen. Die ST-Strecke, die wiederum leitet die vollständige Erregungsbildung der Ventrikel ab. Die ist nämlich in diesem Stadium abgeschlossen. Ja, das heißt also, keine Signalbildung findet hier statt, sodass auch die ST-Strecke wiederum isoelektrisch ist. Am Ende der Kontraktion erfolgt dann die Repolarisierung. Und die Repolarisierung, die haben wir, und das haben wir eben gesehen, durch einen schnellen Kaliumausstrom, der vermittelt ist über den schnellen Kaliumstrom des Delayed Rectifiers. Sie erinnern sich, der KV11.1 als polbildende Domäne dieses Kanals, der das vermittelt. Das leiten wir ab hier als T-Welle, das ist die Repolarisation. Sodass wir das hier vielleicht nochmal, weil es wichtig ist, auftragen können. Das ist also unser repolarisierender Kaliumausstrom, der durch unseren KV11.1 bzw. Vermittelt ist. Und wir schauen hier auf unseren schnellen Kaliumstrom. So, was haben wir jetzt noch zu betrachten, wenn wir auf das EKG schauen? Und das wäre jetzt nochmal ein Abschnitt. Und das machen wir jetzt mal in Orange. Der geht hier vom Q, ja, das markiere ich jetzt praktisch mal so, und geht bis zum Ende der T-Welle. Ja. Und das wäre die sogenannte QT-Strecke. Und die ist jetzt nochmal interessant, weil das ist der variable Anteil unseres Aktionspotentials. Was steckt hinten dran? Es steckt hinten dran, dass natürlich das Herz seine Aktionspotentialbildung verändern muss, wenn es in die Sinuspericardie übertritt. Das heißt also, wenn wir unter Sympathikusaktivierung das Herzzeitvolumen steigern müssen, dann haben wir nicht wie in der Ruhesituation 70 Schläge in die Minute
zu packen, sondern dann beim Laufen vielleicht 140 oder 150 Schläge in die Minute zu packen. Und das kann das Herz natürlich nur tun, indem es die Gesamtaktionspotenzialbildung verkürzt. Und das kann das Herz nur tun über eine Veränderung der QT-Strecke. Und die einzige Variable, die wir hier haben in der QT-Strecke, das ist hier unsere T-Welle. Dieser Abschnitt, der ist variabel. Und der ist deswegen variabel, weil der Kaliumausstrom schneller oder langsamer stattfinden kann. Wenn wir einen schnellen Kaliumausstrom bekommen, dann kriegen wir eine rasche, rapide Repolarisation, sodass eine erneute Erregungsbildung dann über den HCN, das haben wir uns ja angeschaut, dann möglich ist. Sodass also in der Kontrolle der QT-Strecke, die insgesamt variabel ist, hier die Repolarisation die entscheidende Komponente darstellt. Und wir wissen, dass die QT-Zeit, die muss immer kleiner sein als 500 Millisekunden, ja, sonst wird es kritisch. Das bedeutet also, dass wir eine große Gefahrenquelle haben innerhalb der Erregungsbildung des Herzens, wenn wir eine Intervention bekommen mit unserer Repolarisation. Und das kann einmal die Situation sein, und das schreibe ich jetzt hier mal hin, die Verfügbarkeit des Kaliums, ja, weil eine Hypokaliämie zum Beispiel, eine verminderte extrazelluläre Verfügbarkeit des Kaliums, führt dazu, dass unser schneller Kaliumausstrom gehemmt wird. Und das bedeutet, die Repolarisation, die verlängert sich und das bedeutet, unsere QT-Zeit, die wird länger und länger und länger und kann dann unter Umständen sogar die 500 Millisekunden dann hier überschreiten. Und das Zweite, was ebenfalls auftreten kann, ist, dass unser Repolarisationsstrom durch Medikamente verlangsamt wird. Das heißt also Medikamente, die am KV11.1 binden und dessen Offenwahrscheinlichkeit senken. Das bedeutet, der Ausstrom von Kalium wird verlangsamt. Das bedeutet, die Repolarisation verlängert sich. Das bedeutet, die QT-Zeit wird verlängert. Und wir werden das gleich besprechen. Das ist einer der Hauptgründe für das Entstehen von Tachykarden-Herzrhythmusstörungen, nämlich die Interferenz mit der normalen Repolarisation, sodass wir als weitere Take-Home-Message hier mitnehmen, dass die über den schnellen Kaliumausstrom vermittelte Repolarisation für das normale elektrophysiologische Signal des Herzens von entscheidender Bedeutung ist. Verlängern wir dieses entweder durch Erniedrigung von Körperkaliumspiegeln bzw. medikamentös, wird sich die Repolarisationszeit verlängern, die QT-Zeit wird sich verlängern und die Gefahr Tachykarden, Herzrhythmusstörungen, die steigt drastisch an. Und warum das der Fall ist, das werden wir dann auch gleich nochmal im Detail gemeinsam anschauen. Das nächste, was wir jetzt aber tun werden, wir werden nochmal eine andere Dimension verwenden, um die Erregungsbildung des Herzens anschauen. Ich möchte jetzt gerne mit Ihnen noch besprechen, auf welche Art und Weise der Beta-1-adrenerge Rezeptor und der Muscarin-2-Rezeptor Einfluss nehmen auf die Erregungsbildung der Schrittmacherzellen im Sinoatrialknoten. In einem letzten Schritt möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen nochmal die Erregungsbildung in den Schrittmacherzellen anschauen in Bezug auf unseren HCN, von dem wir gesagt haben, dass er einzigartig ist, weil er durch Hyperpolarisation geöffnet wird. Ich möchte das nochmal in Bezug setzen zu Sympathikus und Parasympathikus, weil wir schon besprochen haben in der Regulation des Herzzeitvolumens, dass wir über den Sympathikus eine Steigerung und über den Parasympathikus eine Senkung des Herzzeitvolumens hier bekommen. Und Lehrmeinung ist mittlerweile, dass das über die Verfügbarkeit des zyklischen AMPs vermittelt wird, das dann interagiert mit unserem HCN. Und das möchte ich mir im Detail nochmal anschauen. Wenn wir also jetzt auf diese Schrittmacherzelle schauen, ja, mit die normalerweise ein Ruhepotenzial hat von minus 96 Millivolt. Dann haben wir jetzt aber hier die Situation, wenn wir am Ende der Aktionspotenzialbildung sind, plus 20 Millivolt, manchmal sogar plus 40 Millivolt.
Jetzt setzt der Repolarisationsprozess ein durch Öffnung von Kaliumkanälen. Sie erinnern sich hier, der Delayed Rectifier, der schnelle Kaliumstrom als die wichtige Komponente der IKR, der vermittelt wird über unseren KV11.1 HERC. Kalium strömt nach außen, das Membranpotential wird jetzt von unserem plus 20 zunehmend elektronegativer, läuft also zurück in diese Richtung. Und wenn wir dann den Spannungsbereich haben von ungefähr, das schreibe ich jetzt mal her, von ungefähr 70 Millivolt, dann haben wir hier einen Spannungsbereich, von dem wir wissen, dass wir in diesem Spannungsbereich eine halbmaximale Offenwahrscheinlichkeit haben des HCN. Das heißt also, es ist der Spannungsbereich, bei dem dieser Kanal beginnt, jetzt sich zu öffnen. Und das haben wir gesehen. Öffnung bedeutet Einstrom von Natrium, entsprechendes Gradienten. Sodass wir also noch während des Repolarisationsprozesses stattfinden, schon wieder einen Natrium-Einstrom bekommen, der jetzt unser Membranpotential wieder elektropositiver macht. Das führt dazu, dass der Spannungssensor unseres T-Typ-Calcium-Kanals das erkennt und wir dann dementsprechend, und das haben wir uns ja eben angeschaut, einen massiven Calcium-Einstrom hier bekommen, der dann zur Aktionspotentialbildung dann notwendig ist. Wie wird dieser Prozess reguliert über Sympathikus und Parasympathikus? Auch das ganz kurz und knapp, das haben wir im Detail besprochen. Das Noradrenalin würde jetzt sympathisch über den Beta-1-Adrenergen-Rezeptor über unser stimuliertes G-Protein dazu führen, dass wir eine Stimulation der Adenylatzyklase bekommen. Die wird aus ATP zyklisches AMP machen. Zyklisches AMP machen, ja, das ich hier jetzt einfach nochmal rot umkreise, weil das der wichtige Second Messenger ist für unseren Prozess. Und was jetzt passiert ist, der Anstieg des zyklischen AMPs führt dazu, dass das CAMP von unserem HCN gebunden wird. Das geht hier drauf auf unseren Kanal. Und Sie erinnern sich, wie das Ding heißt, Hyperpolarization Activated Cyclic Nucleotide Gated Channel. Und das Cyclic Nucleotide, das haben wir hier direkt auf der Tafel stehen, das ist unser zyklisches AMP. Das bedeutet also, der HCN bindet CAMP und das zyklische AMP macht diesen Kanal sensitiver. Und was bedeutet das, sensitiver? Das bedeutet, dass er während des Repolarisationsprozesses schon früher geöffnet wird. Das bedeutet also, dass wir nicht erst ein Membranpotential von minus 70 erreichen müssen, damit er öffnet, sondern das wird reduziert durch die erhöhte Sensitivität, öffnet er schon bei minus 65, minus 63, minus 60 Millivolt, weil die hyperpolarisationsvermittelte Öffnung, die wird gesteigert. So dass wir also sehen, dass wir Sympathikus vermittelt übers zyklische AMP eine Sensibilisierung des HCNs bekommen, der während des Repolarisationsprozesses jetzt früher öffnet. Das bedeutet, es erfolgt eine schnellere Aktionspotentialbildung und das bedeutet eine positive Chronotropie. Im Gegensatz dazu, bleiben wir mal beim Rot, kommt hier jetzt unser Acetylcholin, ja, das wir ja jetzt aus der vagalen Nervus vagus vermittelten Innervation des Herzens kennen, bindet den Muscarin-2-Rezeptor und der Muscarin-2-Rezeptor ist als Gegenspieler jetzt GI gekoppelt. Das bedeutet, seine GI-Kopplung wird jetzt dazu führen, dass die Adenylatzyklase-Aktivität, die wird gesenkt. Das machen wir vielleicht jetzt wirklich mal hier in Rot, ja, dass wir das sehen. Machen wir so und hier mache ich den Block hin, sodass wir jetzt sehen, dass der Acetylcholin vermittelte Reduktion der Adenylatzyklase-Aktivität dazu führt, dass die Verfügbarkeit unseres zyklischen AMPs sinkt. Und das bedeutet, weniger CAMP wird am HCN gebunden, der wird desensitiviert. Das heißt also, der verliert an Empfindlichkeit. Und das bedeutet, dass im Rahmen unseres Repolarisationsprozesses
die Membran stärker elektronegativ wird, bevor der Kanal öffnet. Das heißt, von unserem durchschnittlichen minus 70 Millivolt muss jetzt die Repolarisation weiter fortschreiten, bis wir vielleicht bei minus 75, minus 80 Millivolt sind, bevor der HCN dann über seinen Spannungssensor das erkennt und öffnet. Das bedeutet also, die Erregungsbildung nimmt ab. Das heißt, die Chronotropie wird negativ, das heißt also, die Erregungsbildung am Herzen wird dementsprechend gedämpft, sodass wir uns merken, der HCN steht in der Mitte, durch Hyperpolarisierung wird er geöffnet, über zyklisches AMP wird er reguliert, erhöhen wir das CAMP, sensibilisieren wir den Rezeptor, eröffnen früher, senken wir das zyklische AMP, dann desensibilisieren wir den Rezeptor, der öffnet später und diese Prozesse werden gesteuert über Sympathikus und Parasympathikus, sodass wir auch hier nochmal über den Einfluss des autonomen Nervensystems auf die Erregungsbildung der Schrittmacherzellen gesprochen haben. Nachdem wir uns jetzt die normale Elektrophysiologie angeschaut haben, ist jetzt die nächste Frage, die wir uns stellen: Welche Eigenschaften des elektrophysiologisch verändert arbeitenden Herzens müssen wir durch Antiarrhythmika verbessern? Oder andersrum, welche Fehlfunktion des Herzens in Bezug auf die Elektrophysiologie muss durch ein Antiarrhythmikum verbessert werden? Also was muss ein Antiarrhythmikum eigentlich leisten? Und hier haben wir vier Punkte, die wir besprechen müssen. Ein gutes Antiarrhythmikum sollte eine erhöhte Ektopie vermindern. Deute ich jetzt mal so aus. Und Ektopie bedeutet also, die Erregungsschwelle des Herzens ist reduziert, oft durch zu viel Natrium, zu viel Calcium, und dadurch wird die Erregungsbildung hier entsprechend erleichtert und das sollte in gewissem Maße gedämpft werden. Dann haben wir den zweiten Punkt, frühe Nachdepolarisationen sollten unterdrückt werden. Drittens, späte Nachdepolarisationen sollten unterdrückt werden. Und viertens, sogenannte Re-Entry-Phänomene, die zu kreisenden Erregungen führen, auch die sollten unterdrückt werden. Und das werden wir uns mechanistisch jetzt im Detail anschauen, sodass aufgrund der Kenntnisse der normalen Elektrophysiologie, die wir besprochen haben, jetzt dann klar wird, wie Probleme entstehen, was wir also vor allen Dingen unter frühen und späten Nachdepolarisationen und Re-Entry-Phänomenen dann auch zu sehen haben und wie dieses Problem dann pharmakologisch durch Veränderungen der Elektrophysiologie dann behandelt werden kann. Und anfangen möchte ich mit den frühen Nachdepolarisationen und dafür würde ich jetzt uns Platz machen auf der Tafel und das ist das Erste, was wir uns anschauen, dass wir uns klar machen, aufgrund welcher falschen Erregungsbildung es im Herzen zu frühen Nachdepolarisationen kommen kann. Kommen wir zurück zu den frühen Nachdepolarisationen. Ja, und das setzen wir jetzt nochmal direkt in Bezug zur korrekten Elektrophysiologie der Herzmuskelzelle. Ja, wenn wir hier mal auf eine Zelle des Arbeitsmyokards schauen, dann möchte ich, dass jetzt klar wird, warum eine Verlangsamung der Repolarisationszeit die Ursache ist für das Entstehen von frühen Nachdepolarisationen. Das ist eigentlich der häufigste Grund für das Entstehen von Herzrhythmusstörungen. Und das hat ganz viel zu tun mit Kaliumströmen, die die Membran passieren. Und wir werden gleich sehen, warum. Weil Kaliumströme können verändert sein durch Prozesse, die die Blutkaliumspiegel erniedrigen, wie zum Beispiel Erbrechen und Durchfälle. Oder auch medikamentös kann man das machen, wie zum Beispiel durch Diuretika oder Laxantien, die zu Kaliumverlust führen. Ist das extrazelluläre Kalium reduziert, also unter 3,5 Millimol pro Liter, dann bekommen wir eine Verlangsamung der Repolarisationszeit und wir sehen gleich, warum das kritisch ist. Ein anderes Problem ist, dass wir natürlich auch mit dem Kaliumausstrom interferieren können, indem wir den Kaliumkanal blockieren. Und das machen zahlreiche Medikamente, zum Beispiel Neuroleptika,
Antidepressiva, Antihistaminika, Makrolid-Antibiotika, Fluorchinolone zum Beispiel, Antimykotika zum Beispiel, sodass Sie sehen, dass es eine ganze Palette von Medikamenten gibt, die mit der Repolarisation hier interferieren und damit die Erregungsbildung des Herzens eigentlich funktionell intensiv stören. Wie erklären wir jetzt frühe Nachdepolarisation? Das heißt also eine Erregungsbildung der Herzmuskelzelle, die schon wieder einsetzt, bevor das vorhergehende Aktionspotenzial komplett abgeschlossen ist. Dazu schauen wir nochmal unseren Erregungsbildungsprozess an, den wir schon auf einem Diagramm angeschaut haben, jetzt nur nochmal auf einer Membran einer Arbeitsmyokardzelle. Und hier haben wir gesehen, dass nach Einkommen eines Aktionspotenzials spannungsabhängige Natriumkanäle geöffnet werden. Das bedeutet, unser Natrium strömt ein. Das bedeutet, unser ursprünglich elektronegatives Membranpotenzial wird jetzt elektropositiver. Und ich trage jetzt mal hier einen kritischen Bereich ein und das wäre ungefähr minus 40 bis minus 50 Millivolt, ja, der einfach dann erreicht wird. Das ist der Bereich, den der Spannungssensor unseres T-Typ-Calcium-Kanals das erkennt und den Calcium-Kanal öffnet. Dadurch strömt jetzt in großen Mengen Calcium in unsere Zelle, sodass unser Membranpotenzial jetzt noch stärker elektropositiv wird, bis wir sogar eine Membranpotenzialumkehr bekommen. Das heißt, das läuft dann bis etwa plus 20 Millivolt. Dann ist der Zustand erreicht, wo die Zelle repolarisieren muss. Und darüber haben wir gesprochen. Die Repolarisierung der Herzmuskelzelle läuft über den Delayed Rectifier und dessen Anteil, nämlich der schnelle R4-Rapid, der schnelle Kaliumstrom ist die entscheidende Komponente, wird vermittelt durch ein Kanalsystem, das wir bezeichnen als HERG. Die porenbildende Domäne ist hier der KV11.1, wo das Kalium durchgeht. Das heißt, der öffnet, Kalium strömt entlang des Gradienten nach außen. Das bedeutet, positive Teilchen verlassen die Zelle und das machen wir deswegen mal in Rot und das bedeutet eine direkte Veränderung unseres Membranpotenzials, ja, das dann natürlich im Optimalfall relativ schnell durchlaufen wird, bis wir wieder eine vollständige Repolarisierung der Membran haben und die Zelle erneut erregbar ist. Jetzt schauen wir uns das an unter einem anderen Aspekt. Nämlich unter dem Aspekt mit dem Fokus hier nochmal auf unseren Kaliumausschirm. Es wird jetzt natürlich klar, wenn wir, und das ist schön mit der Tafel, ja, das kann man jetzt einfach versuchen anders darzustellen, wenn wir jetzt sagen, wir interferieren mit unserem Kaliumausstrom, ja, in dem Sinne, dass wir ihn schwächen, dann ist natürlich klar, dass der Repolarisationsprozess verlangsamt wird. Und das hatten wir gesehen auf unserer anderen Darstellung, dass einfach praktisch der Kaliumausstrom nichts anderes ist als die variable Komponente unserer QT-Zeit. Schreiben wir hier nochmal an. Unserer QT-Zeit, die wir ja brauchen, um die Aktionspotenziallänge zu regulieren. Und jetzt wird klar, dass wenn wir mit diesem Repolarisationsausstrom interferieren, verlängern wir die QT-Zeit, ja, und wir schaffen eine völlig andere Situation. Und hier möchte ich gerne nochmal fokussieren und deswegen nehme ich mir jetzt nochmal das Blau auf genau diesen Bereich von minus 40, minus 50 Millivolt und zwar in Bezug auf die Zeit. In einer normalen Repolarisierung mit einem schnellen Kaliumausstrom bekommen wir eine rasche Repolarisierung der Membran, das heißt, dieser kritische Ladungsbereich wird schnell überlaufen. Und dieser Ladungsbereich ist kritisch, weil wir erinnern uns, es genau der Ladungsbereich ist, in dem spannungsabhängige Calcium- und Natriumkanäle schon wieder öffnen können, weil sie in diesem Ladungsbereich einen teilweise refraktären Zustand angenommen haben, indem sie unter Umständen schon wieder geöffnet werden können. In der normalen Physiologie ist das Risiko für eine frühzeitige Öffnung gering, weil wir durch einen starken Kaliumausstrom eine kurze Repolarisation haben. Das heißt, das wird schnell durchlaufen. Der Zeitbereich dieser kritischen Ladung, der ist kurz. So, jetzt komme ich in die Situation entweder der Hypokaliämie
oder der Blockade, ich mache es gleich nochmal, schreibe es nochmal an, der Blockade dieses Kanals. Das bedeutet jetzt, der stramme Kaliumausstrom des IKR wird verlangsamt. Und was bedeutet das für unsere Repolarisationszeit? Die wird natürlich in Gänze verlängert. Und das bedeutet, dass der Ladungsbereich, und ich übertreibe das jetzt mal, von minus 40, minus 50 Millivolt nicht mehr kurz ist, sondern der Ladungsbereich, die Zeit, in der das Membranpotenzial so geladen ist, der wird verlängert. Das heißt, die Möglichkeit, dass einer dieser beiden spannungsabhängigen Kanalsysteme frühzeitig öffnet, die erhöht sich umso mehr, je länger dieser Ladungsbereich vorliegt. Und dieser Ladungsbereich wird umso mehr verlängert, je schwächer der Kaliumausstrom hier ist. Sodass jetzt klar ist, dass Hypokaliämie oder auch medikamentös bedingte Hemmung, und das machen wir jetzt wirklich mal so, ja, dieses Kaliumkanals dazu führt, dass dieser Ladungsbereich die Zeit hier verlängert wird. Und was passiert dann? Der Ladungsbereich wird nicht schnell überlaufen. Der teilweise refraktäre Natrium- und Calciumkanal erkennt mit seinem Spannungssensor die entsprechend richtige Spannung und öffnet, bevor überhaupt eine vollständige Repolarisierung stattgefunden hat. Wir bekommen also eine frühe Nachdepolarisation durch Natrium- und Calcium-Einstrom. Das heißt, eine erneute Erregungsbildung erfolgt, obwohl die alte noch nicht abgeschlossen ist. Und das zeigt uns, warum dieses Kanalsystem von großer Bedeutung ist. So, jetzt ist noch, sind zwei Sachen zu klären. Es ist natürlich auf der einen Seite klar, Medikamente, die die Offenwahrscheinlichkeit dieses Kanalsystems hemmen, verlangsamen den Kaliumausstrom, verbreitern diesen Zeitbereich, erleichtern die frühe Nachdepolarisation durch Öffnung dieser Kanalsysteme. Aber warum führt eine Hypokaliämie zum selben Effekt? Weil wir müssen ja jetzt im Grunde genommen konstatieren, der normale Bereich, ja, hätten wir fürs Kalium, und dazu nehme ich nochmal das Rot, außen 3,5 Millimolar und innen haben wir ungefähr 150 Millimolar Kalium. Wenn wir jetzt eine Hypokaliämie haben und sagen, wir sind kleiner als 3,5, sagen wir mal, wir sind jetzt bei 1 Millimolar außen, dann würde der aufmerksame Betrachter jetzt sagen, durch die Hypokaliämie wird der Gradient steiler zwischen innen und außen. Und damit müsste eigentlich der Kaliumstrom sich beschleunigen und die Repolarisation schneller ablaufen. Das ist gut gedacht, ist aber physiologisch nicht zu erklären, weil wir die Beobachtung machen, dass je steiler der Kaliumgradient wird, das heißt also, je weniger extrazelluläres Kalium vorhanden ist, umso insensitiver wird unser Kaliumkanal, der für den IKR verantwortlich ist. Das heißt, die Hypokaliämie bremst die Aktivität unseres KV11-1, sodass der ausströmende Kaliumstrom immer schwächer wird, obwohl wir auf einen steileren Gradienten schauen. Sodass wir auch die fatale Situation dann sehen, wenn wir auch noch eine Kombination haben zwischen Hypokaliämie, die die Aktivität dieses Kanalsystems abschwächt, plus Medikamente, die dieses Kanalsystem blockieren, dann potenziert sich dieser Effekt und die Repolarisationszeit wird noch länger. Das bedeutet, dieser Ladungsbereich zieht sich noch weiter auseinander und die Wahrscheinlichkeit der frühen Öffnung von Natrium- und Calciumkanälen in dieser Zelle steigt erneut. Und dann kommt es zu einer frühzeitigen Öffnung, einer frühzeitigen Erregungsbildung. Und das bezeichnet man als frühe Nachdepolarisation, deren Extremform die sogenannten Torsaden sind, die lebensbedrohliche arrhythmische oder arrhythmogene Komplikationen darstellen. Nachdem wir die frühe Nachdepolarisation betrachtet haben, schauen wir jetzt noch die späte Nachdepolarisation an, die ebenfalls ein pathologisches Erregungsgeschehen am Herzen ist. Bei der frühen Nachdepolarisation haben wir gesehen, dass die Verlängerung des Kaliumausstroms, ja, durch Interaktion mit dem Delayed Rectifier, also unserem schnellen Kaliumausstrom, dazu führt, dass vorzeitig spannungsabhängige Natrium- und Calciumkanäle öffnen können. Das haben wir hier nicht. Hier haben wir als Ursache der späten Nachdepolarisation eine Calciumüberladung, und das habe ich hier schon mal angedeutet, der Herzmuskelzelle.
Die können wir erreichen. Einmal durch Katecholamine, klassischerweise also über Noradrenalin. Und auch hier erinnern wir uns, das ist ganz einfach zu erklären. Das heißt also, das Noradrenalin wird über unser stimulierendes G-Protein ja dazu führen, dass die Adenylatzyklase stimuliert wird. Wir bekommen in großen Mengen zyklisches AMP, das dann unsere Proteinkinase A aktiviert, und die Proteinkinase A würde dann einmal und zweimal dazu führen, dass sowohl unser L-Typ-Calciumkanal in der Plasmamembran als auch unser Ryanodin-Rezeptor 2 im sarkoplasmatischen Retikulum geöffnet werden. Haben wir uns ja alles im Detail angeschaut, sodass jetzt vor allen Dingen hier, ja, auf diesen zwei Wegen das intrazelluläre Kalzium erhöht wird. Und hier ist vor allen Dingen wichtig, und das unterstreiche ich jetzt nochmal in Gelb, dass vor allen Dingen das aus dem sarkoplasmatischen Retikulum freigesetzte Kalzium hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, und es ist jetzt natürlich klar, dass wir bei einer Überverfügbarkeit von Katecholaminen, ja, wenn dieser Weg überstimuliert ist, natürlich als Konsequenz eine Kalziumüberladung der Zelle haben. Ein weiterer möglicher Mechanismus wäre eine Hyperkalzämie, also vielleicht vermittelt über Parathormonüberschuss oder Calciumüberzufuhr über die Nahrung. Und der dritte Grund wären digitales Glykoside, von denen wir ja gelernt haben, dass sie ebenfalls zu einer Erhöhung der Verfügbarkeit des zytosolischen Calciums in der Herzmuskelzelle führt, weil wir ja therapeutisch die Inotropie hier erhöhen wollen. So, das war es. Und jetzt merken, bei der späten Nachdepolarisation ist der eigentliche Pathogenesefaktor die Erhöhung des intrazellulären Calciums. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt ein alter Bekannter ins Spiel, den wir auch schon begegnet sind, und das ist unser Natrium-Calcium-Austauscher. Dessen Aktivität ist normalerweise immer gekoppelt an die Natrium-Kalium-ATPase. Ja, wo wir sehen, die Natrium-Kalium-ATPase, die Natrium aus der Zelle heraustransportiert und Kalium in die Zelle hineintransportiert. Der Natrium-Calcium-Austauscher folgt normalerweise diesem Natrium-Gradienten. Hier haben wir aber jetzt eine Umkehrung der Situation. Dadurch, dass jetzt unter digitales Glykosid, Katecholamin oder Hyperkalzämie innerhalb des Zytoplasmas der Zelle das Calcium ganz stark ansteigt, wechselt der Natrium-Calcium-Austauscher in den sogenannten Forward-Mode. Ja, das heißt, er dreht jetzt seine Transportrichtung um, entsprechend des Calciums, das wir hier in großer Menge im Zytoplasma haben. Das bedeutet, dieses Calcium wird über den Natrium-Calcium-Austauscher aus der Zelle heraustransportiert, kompensatorisch, und das haben wir gelernt. Dafür kommen drei Natrium in die Zelle hier hinein. Und jetzt können wir sehen, was passiert. Zwei positive Teilchen verlassen die Zelle, drei positive Teilchen treten in die Zelle ein. Das heißt, die Aktivität unseres Natrium-Calcium-Austauschers im Forward-Mode, abhängig von der erhöhten Calciumkonzentration, führt zu einer Akkumulation von positiven Teilchen an der Innenseite. Und zwar pro Umlauf wird eine positive Ladung netto mehr nach innen transportiert. Das depolarisiert das Membranpotenzial, bis wir dann Membranpotenziale erreichen, ja, minus 40, minus 50 Millivolt, die dann dazu führen, dass die Spannungssensoren von Natrium- und Calciumkanälen das erkennen und öffnen. Das ist dann die sogenannte späte Nachdepolarisation, die calciumabhängig über den Forward Mode des Natrium-Calcium-Austauschers hier dann ausgelöst wird. Schauen wir gemeinsam auf den nächsten Aspekt der pathologischen Erregungsbildung. Neben früher und später Nachdepolarisation, die wir angeschaut haben, schauen wir jetzt auf die Re-Entry-Phänomene, die dann oft für Vorhofflimmern, Flattern, Kammerflimmern, Kammerflattern verantwortlich sind, was dann ganz schnell lebensbedrohlich werden kann. Um das Phänomen des Re-Entries zu verstehen, müssen wir ganz generell diese kleine Tabelle auf der rechten Seite nutzen, um uns klarzumachen, wo das eigentliche Problem beim Re-Entry-Phänomen liegt. Wir schauen uns jetzt nochmal Erregungsbildung und Refraktärzeit an, und zwar einmal von normal gesundem, ungeschädigtem Herzgewebe und von ischämisch geschädigtem Herzgewebe, weil wir wissen,
dass ein ischämisches Ereignis, ja, unter Umständen ein Myokardinfarkt, dann zu einer unvollständigen Reparatur des Herzmuskels dann führt, der dann die Elektrophysiologie ganz klar verändert. Und das wollen wir uns hier entsprechend anschauen. Schauen wir auf die gesunden Herzmuskelzellen. Hier haben wir gelernt, die Erregungsbildung geht schnell, während die Refraktärzeit lang ist. Das ist wichtig, um die Tetanisierung des Herzens hier zu verhindern. Also ganz normal, physiologisch wichtig, schnelle Erregungsbildung, lange Refraktärzeit. Das ändert sich nach einem ischämischen Ereignis. Im Krankengewebe haben wir eine andere Erregungsbildung. Die ist jetzt nämlich langsam, braucht also mehr Zeit und die Refraktärzeit, die wird verkürzt, sodass wir jetzt sehen, dass gesundes und krankes Gewebe sich in ihren Erregungsbildungseigenschaften eigentlich gegensätzlich unterscheiden. Das übertragen wir jetzt gemeinsam auf diese Struktur. Wir schauen also jetzt hier auf einen strukturell geschädigten Herzmuskel nach einem ischämischen Ereignis. Hier habe ich in dunkelbraun mal aufgetragen, jetzt auch sogar vernarbtes Gewebe, wo dann Herzmuskelzellen dann sogar fibrotisch umgewandelt werden und überhaupt nicht mehr in der Lage sind, irgendwie an der Erregungsbildung teilzunehmen. Und wir sehen jetzt auch hier so eine Struktur, die durch ein Narbengewebe so aussieht, dass wir zwei Schenkel von Erregungswegen hier haben, auf die wir schauen. Und jetzt nehmen wir nochmal eine Unterteilung vor und schauen nochmal auf gesund und krank. Und ich würde das gerne, und das mache ich vielleicht jetzt mal direkt hier in blau, ja, genau hier beide Schenkel voneinander trennen. Und wir würden jetzt nach links hier rüber gehen und würden diesen Schenkel als gesund definieren. Das heißt also praktisch, dieser Teil der Struktur besitzt Herzmuskelzellen, die zu einer normalen Erregungsbildung fähig sind. Und das andere mache ich dann jetzt dementsprechend in rot und schreibe ihn krank. Ja, und der entsprechende rechte Schenkel hier, der repräsentiert durch ein ischämisches Ereignis veränderte Herzmuskelzellen, die ihre Erregungsbildung geändert haben. So, was passiert jetzt beim Re-Entry? Wie entsteht das? Und die zweite Frage, die wir dann klären müssen, wie können wir das pharmakologisch durchbrechen? So, ich behalte mal die rote Farbe in der Hand und mache hier einen dicken Pfeil hin. Ja, und wir schauen hier auf das Aktionspotenzial, das ankommt. Das Aktionspotenzial erreicht jetzt unsere beiden Schenkel dieser veränderten Struktur. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Das deute ich jetzt einfach mal so an. Das Signal kann einmal, mache ich mal so, auf den linken Schenkel wandern. Das Signal kann aber auch in den rechten Schenkel eintreten, weil natürlich beide Seiten Herzmuskelzellen besitzen, die noch nicht erregt waren, also potenziell erregbar sind. Wie geht das jetzt weiter? Jetzt betrachten wir die unterschiedlichen Eigenschaften. Diese Seite ist gesund, diese ist krank. Das bedeutet, auf der linken Seite erwarte ich durch die schnelle Erregungsbildung einen raschen Durchlauf des Signals durch die Struktur. Ja, das bedeutet also, das, was wir hier sehen, ist das hier. Weil die Erregungsbildung hier entsprechend schnell stattfindet. Schauen wir auf die andere Seite. Auch hier läuft das Signal natürlich hinein. Mache ich jetzt mal so. Aber nicht so weit, weil die Erregungsbildung im Krankengewebe langsam ist. Das heißt also, das rauscht hier vorbei, das Aktionspotenzial, und hier dauert das seine Zeit, weil das Gewebe geschädigt ist. Das bedeutet, dass wir an dieser Stelle der Struktur jetzt die Situation bekommen, dass wir einen Teil von Zellen haben, die wir hier anschauen, die noch potenziell erregbar sind. Und die können jetzt nicht von oben erregt werden, weil das Signal lange braucht, um hier runter zu wandern. Hier ist das Signal aber schon angekommen durch die gesunden Zellen. Das heißt, unser Signal biegt hier ab und wandert in unseren kranken Schenkel hinein. Und zwar so weit, bis es auf das von oben eingehende Aktionspotenzial trifft. Und dann schauen wir hier auf ein Ereignis, das wir bezeichnen als unilateralen Block. Damit ist die Erregungsbildung beendet. So, jetzt schauen wir hier drauf und sehen, wir haben aber noch keine wirklich kreisende Erregung. Die entsteht jetzt erst mit dem zweiten Ereignis. Und das machen wir mal in Gelb. Ein zweites Aktionspotenzial kommt in diese Struktur hinein. Und hier oben muss jetzt entschieden werden, wo läuft das hin. Und jetzt schauen wir nochmal gemeinsam auf die Tabelle. Im gesunden Gewebe haben wir eine lange
Refraktärzeit. Das heißt, die Zellen sind lange nach Erregung nicht mehr stimulierbar. Und diese Situation haben wir im gesunden Teil des Schenkels, also genau hier. Das bedeutet also, das Signal kann nicht ins gesunde Gewebe hineinlaufen, weil die Refraktärzeit lang ist und die Zellen hier noch absolut refraktär vorliegen. Das bedeutet, das Signal rutscht hier jetzt nach rechts in den rechten Schenkel und kann es hier weitergegeben werden? Und hier ist die Antwort ja, weil wenn wir auf die Tabelle schauen, sehen wir, die Refraktärzeit im Krankengewebe ist kurz. Das bedeutet, die Zellen, die hier eben erregt wurden, die sind jetzt aufgrund der kurzen, pathologisch kurzen Refraktärzeit wieder erregbar. Das bedeutet also, unser Signal geht nicht in den gesunden, sondern in den kranken Schenkel. Ja, und das machen wir jetzt einfach mal so, indem wir das Signal jetzt erstmal laufen lassen bis hierhin. Das heißt also, unser Zweitsignal nutzt unseren kranken Schenkel, um bis zu dieser Struktur zu laufen. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt müssen wir schauen, kann das Signal nach unten weitergegeben werden oder geht das Signal hier nach oben? Und das ist einfach zu erklären. Schauen wir uns den gesunden Schenkel nochmal an. Die Zellen, die wir hier oben vorfinden, die sind schon relativ früh depolarisiert worden. Das heißt, hier ist die Erregungsbildung schon eine ganze Weile her. Wenn die Zellen, die jetzt weiter unten liegen, also hier später erregt wurden. Das bedeutet also, dass Zellen, die oberhalb dieser Struktur liegen, früher aus ihrer Refraktärzeit kommen als Zellen, die hier unten liegen, weil die später erregt werden, werden sie auch später aus ihrer Refraktärzeit herauskommen. Das bedeutet, das hier eingehende Signal kann nicht nach unten laufen, weil die Zellen an dieser Stelle noch refraktär sind, weil sie später erregt wurden. Die Zellen, die wir aber hier nach oben betrachten, da ist ja die Erregungsbildung schon eine längere Zeit her. Das heißt, hier ist die Refraktärzeit nahezu endet. Die Zellen sind teilweise refraktär und damit wieder erregbar. Das bedeutet, unser Signal kann aus dem kranken Schenkel in den gesunden Anteil zurücklaufen, ja, weil wir hier nicht mehr vollständig refraktär sind. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn das Signal hier oben ankommt, trifft es auf unsere kranken Zellen, die eine kurze Refraktärzeit haben, die also längst aus der Refraktärzeit raus sind, weil sie pathologisch verändert sind, sodass das Signal ohne Probleme erneut hier in den rechten Schenkel eintreten kann. Und jetzt schauen wir typischerweise auf eine kreisende Erregung, deren Ursache die kurze Refraktärzeit des Krankengewebes ist. So, und dann ist das Letzte, was wir gemeinsam klären müssen, und das vielleicht in Blau, und das mache ich hier ganz fett hin. Wie durchbrechen wir das pharmakologisch? Und das können wir nur durchbrechen, indem wir die Refraktärzeit der geschädigten Zellen verlängern. Das heißt also, wenn genau in dem, und jetzt mache ich das hier mal blau, in diesem kritischen Bereich, in dem ja unser Signal erneut eintritt, das können wir verhindern, indem wir diese Zellen refraktär machen, indem wir die kurze Refraktärzeit verlängern. Und die verlängern wir durch Kaliumkanalblockade. Weil wenn kein Kalium mehr ausströmen kann, verlängert sich die Repolarisierung, denken Sie an die QT-Zeit, ja, und die Zelle bleibt länger unerregbar. Sodass also Kaliumkanalblocker auf ideale Art und Weise geeignet sind, ein solches kreisendes Phänomen hier zu durchbrechen. Sodass wir also als Take-Home-Message hier mitnehmen, Ursache des Re-Entry-Phänomens ist die elektrophysiologisch veränderte geschädigte Herzmuskelzelle und hier vor allen Dingen die kurze Refraktärzeit, und die pharmakologische Intervention ist in dem Sinne die Verlängerung der Refraktärzeit durch eine Verlangsamung des repolarisierenden Kaliumausstroms. Nachdem wir jetzt die Grundlagen gelegt haben, sowohl normal elektrophysiologisch für Schrittmacherzelle, Arbeitsmyokard, nachdem wir uns auch die Bedeutung und Aufbau oder Interpretation des Elektrokardiogramms angeschaut haben und dann über frühe und späte Nachdepolarisation und Re-Entry-Phänomene gesprochen haben, ja, können wir jetzt zur Pharmakologie kommen. Das heißt also Medikamenten, die vor allen Dingen eingesetzt werden zur Unterdrückung früher und später Nachdepolarisation und zur Durchbrechung von Re-Entry-Phänomenen. Das möchte ich jetzt erstmal mit Ihnen machen,
anhand einer Tafel oder einer, an der Tafel anhand einer Tabelle. Und ich habe hier schon mal unsere antiarrhythmogenen Medikamente aufgetragen. Hier wird schon klar, wir haben gesehen, dass sowohl für die physiologische Erregungsbildung als auch für die pathophysiologische Erregungsbildung Natriumkanäle, Calciumkanäle und Kaliumkanäle eine ganz wichtige Rolle spielen. Und unsere Antiarrhythmika, jedenfalls die meisten Substanzen, sind Multikanalblocker, die mit Natriumkanälen, mit Kaliumkanälen und Calciumkanälen interagieren. Und wir werden noch ein weiteres Prinzip kennenlernen, natürlich die Interaktion mit unseren beta-adrenergen Rezeptoren. So, ich habe jetzt die Tabelle hier vorbereitet. Wir schauen auf die verschiedenen Klassen der Antiarrhythmika, Klasse 1a, 1b, 1c als Natriumkanalblocker, Klasse 2 als Beta-Blocker, Klasse 3 Kaliumkanalblocker, Klasse 4 Calcium-Antagonisten. Dann schauen wir uns noch an Adenosin und die digitales Glycoside in Bezug auf supraventrikuläre Tachykardien und ventrikuläre Tachykardien als Anwendung. Das will ich jetzt schrittweise mit Ihnen machen und wir gehen jetzt Stück für Stück durch die Tafel hier hindurch. Beginnen wir mit der Klasse 1a. Hier haben wir einen Einsatz sowohl bei supraventrikulären als auch bei ventrikulären Tachykardien. Die Substanzen, die zu nennen wären, erstens das sogenannte Chinidin, außer Handel in Deutschland. Dann hätten wir das sogenannte Eichmalin und wir hätten drittens das sogenannte Reichmalin. Das ist nochmal wichtig, allen gemeinsam ist, dass sie spannungsabhängige Natriumkanäle blockieren. Interessant für diese Substanzen ist, dass sie einen sogenannten Frequenzfiltereffekt besitzen. Das bedeutet, ihre Assoziationszeit am spannungsabhängigen Natriumkanal ist lang, und zwar so lang, dass die Substanz noch nicht vom Kanal weg ist, bevor das nächste eingehende Signal eingeht. Das bedeutet also, die Erregungsbildung, die überschießende Erregungsbildung über Natriumkanäle im Arbeitsmyokard, die wird dementsprechend unterdrückt oder verlängert. Und das würden wir im Elektrokardiogramm sehen, in einer Verbreiterung des QRS-Komplexes. Ja, der würde hier breiter werden und würde auf diese Art und Weise die Interaktion dieser Substanz im EKG darstellen. Das Problem dieser Substanzen ist, dass sie, und das mache ich hier in Rot, ebenfalls in der Lage sind, mit unserem repolarisierenden, schnellen Kaliumausstrom zu interagieren, also am KV11-1-HERG eine Hemmung vorzunehmen. Das haben wir gesehen und ich mache unser Kalium hier nochmal hin. Das war unsere T-Welle, der Kaliumausstrom, die variable Komponente unserer QT-Zeit, wo wir gesehen haben, wenn wir den Kaliumkanal hemmen und den Kaliumausstrom verlangsamen, verlängert sich die QT-Zeit und das haben wir angeschaut und die Folge ist eine frühe Nachdepolarisation, die hier auftreten kann, sodass wir hier bei der ersten Gruppe schon gleich auf ein potentes proarrhythmogenes Potenzial hier schauen, weil nämlich die Klasse 1a Antiarrhythmika neben der Natriumkanalblockade eine Verlängerung der QT-Zeit machen über Hemmung des repolarisierenden Kaliumausstroms. Und das ist natürlich klassisch proarrhythmogen, haben wir darüber gesprochen. Frühe Nachdepolarisationen bis hin zu Torsaden können ausgelöst werden. Deswegen sind diese Substanzen eigentlich in der Therapie nahezu verschwunden. So, was wir jetzt als nächstes machen, ich nehme das weg und dann werden wir uns der Klasse 1b zuwenden. Kommen wir zur zweiten Gruppe, Antiarrhythmika-Gruppe 1b. Hier haben wir keinen Einsatz bei supraventrikulären Tachykardien, aber einen Einsatz bei ventrikulären Tachykardien. Und hier haben wir zwei Substanzen oder eigentlich nur eine. Ja, das ist das sogenannte Lidocain und das mache ich mal in Klammern, Mexiletin, auch in einer oral verfügbaren Form zur Verfügung steht. Ja, das kann also auch oral dann in Form des Mexiletins dann eingenommen werden. Lidocain, das kennen Sie als Lokalanästhetikum. Dort hemmt es auf A-Delta- und C-Fasern, primär afferente Fasern, die spannungsabhängige Natriumkanäle und damit die Schmerzweiterleitung. Spannungsabhängige Natriumkanäle haben wir aber kennengelernt in der Erregungsbildung des Herzens, ja, und damit Unterdrückung der Erregungsbildung, vor allen Dingen des Arbeitsmyokards. Was ist
in Bezug auf die Natriumkanäle noch zu nennen. Lidocain macht anders als die Klasse 1 Antiarrhythmika keinen Frequenzfiltereffekt. Das bedeutet also, die Bindung ist relativ kurz am Natriumkanal, sodass das Lidocain schon weg ist, wenn das nächste physiologische Signal hier ankommt. Was wir aber haben, wir haben hier einen typischen Use Dependence Block. Das bedeutet also, dass die Anzahl der geöffneten Natriumkanäle mitbestimmt, wie stark Lidocain dann erregungshemmend wirkt. Weil wenn wir eine starke Erregungsbildung haben, finden wir viele geöffnete, aktive und inaktive Natriumkanäle, die vom Lidocain besetzt werden. Das bedeutet also, je stärker die Erregungsbildung war, umso mehr geöffnete Kanäle haben, umso mehr Kanäle werden blockiert, sodass also praktisch die Stärke der pathologischen Erregungsbildung dann auch die Wirkung des Lidocains mitbestimmt. Schauen wir das EKG an, können wir sagen, der QRS-Komplex wird nicht verbreitert, ja, weil wir einfach keinen Frequenzfiltereffekt hier haben und die QT-Zeit, die wird sogar verkürzt dargestellt im EKG unter Lidocain, sodass wir also die Problematik der Kaliumkanalblockade und der frühen Nachdepolarisationen beim Lidocain nicht haben. Einsatz ventrikuläre Tachykardien, hier allerdings nur zweite Wahl. Kommen wir zur dritten Gruppe, 1C. Einsatz bei supraventrikulären und auch bei ventrikulären Tachykardien. Substanzen wären zu nennen, erstens Propafenon und zweitens Flecainid. Das Besondere an diesen Substanzen ist, dass man sie für eine ganz spezielle Indikation einsetzt, und zwar supraventrikulär. Und hier geht es ums Vorhofflimmern. Und das ist eine Möglichkeit der pharmakologischen Konversion des Vorhofflimmerns in den Sinusrhythmus. Hier hat der Kardiologe zwei Möglichkeiten. In der Regel wird das elektrophysiologisch gemacht. Das heißt also, der Patient wird mit einem Injektionsnarkotikum narkotisiert. In der Regel ist das Etomidat. Und dann wird er über eine Defibrillation wird versucht, den Sinusrhythmus herzustellen. Das geht aber auch pharmakologisch durch Propafenon und Flecainid als klassische Natriumkanalblocker. Auch die besitzen wieder einen Frequenzfiltereffekt, anders als das Lidocain, und würden damit unseren QRS-Komplex hier verbreitern, während die QT-Zeit neutral bleibt. Ich blende es hier nochmal ein, deswegen charakterisiert man diese beiden Substanzen als Pill in the Pocket. Das heißt also, dass eine Tablette, die der Patient dann bei sich führt und wo man dann praktisch pharmakologisch eine Konversion macht des Vorhofflimmerns, ja, in einen Sinusrhythmus unter Verwendung dieser beiden Substanzen. Wenden wir uns jetzt zwei bekannten Gruppen zu. Ich komme direkt zur Klasse 2 und zur Klasse 4, bevor wir dann zu den Kaliumkanalblockern kommen. Einfach weil wir diese beiden Substanzgruppen schon besprochen haben. Klasse 2 Antiarrhythmika sind die sogenannten Beta-Blocker mit ausgeprägten supraventrikulären Eigenschaften und nur eingeschränkter ventrikulärer Funktion. Das bedeutet also, Beta-Blocker sind in der Lage, die Beta-1-Adrenerg vermittelte überschießende Erregungsbildung am Herzen zu dämpfen. Denken Sie dran, negativ Chronotrop, Dromotrop, Inotrop, haben wir alles im Sympathikus-Teil und im Hypertonie-Teil ausführlich besprochen. Eigentlich sind die Beta-Blocker die stillen Stars dieser Tabelle, ja, weil Beta-Blocker Medikamente sind, die kein proarrhythmogenes Potenzial besitzen und deswegen sicher am Patienten eingesetzt werden können. Das ist, haben wir ja schon gesehen, vor allen Dingen im Blick auf die Klasse 1a Antiarrhythmika anders, wo wir gesehen haben, dass die mit dem repolarisierenden Kaliumausstrom interagieren und frühe Nachdepolarisation auslösen können. Die Gefahr besteht nicht bei Beta-Blockern. Dann wenden wir uns noch kurz zu der Klasse 4, das sind unsere Calcium-Antagonisten. Und die Calcium-Antagonisten der zweiten und dritten Gruppe, ich spreche von Verapamil, Galopamil und Diltiazem, von denen wir gesagt haben, sie haben eine Gefäß- und eine Herzwirkung, weil sie eine hohe Affinität zu aktiven und inaktiven Calciumkanälen am Herzen haben, die wir dort in hoher Zahl finden. Sie werden eingesetzt bei supraventrikulären Tachykardien, das heißt also hier
kriegen wir drei positive Zeichen hin und praktisch die Wirkung auf die Ventrikel, die ist nicht vorhanden, sodass also für den Einsatz gilt, supraventrikuläre Tachykardien und zur Pulsfrequenzkontrolle bei Vorhofflimmern unsere Calcium-Antagonisten. Bleibt uns jetzt noch die Gruppe 3. Gruppe 3 sind die Kalienkanalblocker. Die machen 1, 2, 3 sehr gute supraventrikuläre Wirkung bei Tachykardie und wir haben auch den Einsatz bei ventrikulären Tachykardien hier zu konstatieren. Jetzt schauen wir uns die Substanzen an. Hier haben wir ein paar Substanzen zu besprechen. Die erste wäre das Amiodaron. Die zweite wäre das Dronedaron. Dann hätten wir drittens das D-Sotalol und wir hätten viertens das Vernacalant. Allesamt Kaliumkanalblocker. Schauen wir uns im Detail jetzt nochmal an. Beginnen wir mit dem Amiodaron. Amiodaron kann eingesetzt werden, wie es die Tabelle zeigt, bei supraventrikulären und ventrikulären Tachykardien. Es ist ein klassischer Kaliumkanalblocker. Das heißt, wir schauen auf diesen Teil der Erregungsbildung hier. Das heißt, die Repolarisation über den Delayed Rectifier, also den schnellen Kaliumausstrom, die wird verlangsamt. Das verlängert die QT-Zeit, das verlängert die Refraktärzeit. Wir haben gesehen, wofür das entscheidend ist, für das Durchbrechen von Re-Entry-Phänomenen. Das haben wir eben an der Tafel gehabt. Also hier klassischerweise Kaliumkanalblock beendet das Re-Entry-Phänomen. Weiterhin sehen wir, dass Amiodaron auch Natrium- und Calciumkanäle blockiert und ebenfalls in der Lage ist, Alpha- und Beta-Adrenerge Rezeptoren zu blockieren. Das heißt, Amiodaron ist tatsächlich in der Tat ein Multikanalblocker, Natrium, Kalium, Calcium plus ein Blocker Adrenerge Rezeptoren, sodass wir hier eine multifunktionale auf eine Multifunktionalität schauen, wo wir sehen also, dass auch die Erregungsbildung natürlich durch Hemmung von Natrium-Calcium-Kanälen unterdrückt wird. Das haben wir gesehen, wie wichtig diese Kanäle für die Erregungsbildung sind und auch natürlich die Beta-Adrenerge-Blockade am Herzen eine wichtige Rolle spielt. Schauen wir aufs Dronedaron. Dronedaron ist, und das kann ich hier vielleicht nochmal rot unterstreichen, Jod. Ja, Amiodaron ist ein jodhaltiges Präparat. Ja, und Dronedaron ist sozusagen das Amiodaron ohne das Jod. Dronedaron hat dieselben Eigenschaften, ja, Kalium-, Natrium-, Calcium-Kanalblockade, Interaktion mit adrenergen Rezeptoren, wirkt aber deutlich schwächer und das liegt wohl daran, dass das Jod entfernt wurde. Dann schauen wir uns an das D-Sotalol. Das D-Sotalol ist eine ganz interessante Substanz, weil das Sotalol selbst, das ist ein Racemat. Ja, das heißt, also es gibt zwei spiegelbildlich unterschiedliche Enantiomere, nämlich einmal das D-Sotalol und das L-Sotalol. D- und L-Sotalol sind beides Beta-Blocker, während nur das D-Sotalol, also dieses D-Enantiomer, gleichzeitig ein Kaliumkanalblocker ist. Ja, sodass wir also praktisch das hier hinschreiben und die Blockade von Beta-Adrenergen-Rezeptoren. Sotalol hat ein relativ hohes Gefahrenpotenzial, weil es durch die Kalium- oder durch eine sehr starke Interaktion mit unserem HERG, also dem repolarisierenden Kaliumausstrom, relativ oft frühe Nachdepolarisation auslösen kann. Das heißt also, das proarrhythmogene Potenzial des Sotalols ist hoch. Und dann schauen wir uns noch das Vernacalant an, ebenfalls eine interessante Substanz, die man in der Wirkung vergleichen kann mit dem Propafenon und Flecainid, weil man setzt auch diese Substanz ein zur Konversion des Vorhofflimmerns in den Sinusrhythmus. Und der Vorteil dieser Substanz ist, und das schreibe ich jetzt mal hier hin mit einem Ausrufezeichen, dass man weiß, dass Vernacalant nur atrial wirkt, das heißt in den Vorhöfen. Und das liegt daran, dass es speziell mit Strömen interagiert, die wir nur am Vorhof finden. Und das wäre zum Beispiel, ich mache das mal so, der Current, ja, I für Current, K für Kalium und dann haben wir hier praktisch UR steht für Ultra Rapid, das heißt ein ultraschneller Kaliumstrom, den wir nur im Vorhof finden, der wird gehemmt. Ja, das heißt also hier ein Kaliumausstrom wird gehemmt, dann interagiert er mit dem sogenannten
Acetylcholin-abhängigen Kaliumausstrom, ja, den wir auch nur in den Vorhöfen finden, und er interferiert mit dem sogenannten Current-Natrium-Late, das heißt mit einem späten Natrium-Einstrom, der am Ende des Aktionspotentials, am Ende der Repolarisation stattfindet, um das Membranpotential dann entsprechend korrekt wieder einzustellen. So dass wir uns für Swernacalant merken: Konversion Vorhofflimmern in den Sinusrhythmus, speziell atriale Vorhofwirkung über Kaliumkanalblockade und auch Interaktion mit einem Natriumkanal. So, bevor ich das jetzt wegwische, komme ich nochmal zum Amiodaron zurück, weil da ist noch ein bisschen was zu erzählen. Amiodaron macht ausgeprägte extrakardiovaskuläre Probleme. Und das können Sie schon denken, warum? Einmal wegen des Jods. Das Jod macht eine große Menge der Tablette aus, 75 Milligramm von 200 Milligramm. Wenn wir jetzt mal überschlagen, wie viel Jod wir aufnehmen, wir brauchen etwa 2 Mikrogramm Jod pro Kilogramm pro Tag. Ja, sagen wir mal, wir wiegen 70 Kilogramm, dann haben wir 140 Mikrogramm, also 0,1 Milligramm Bedarf an Jod pro Tag. Eine einzige Amiodaron-Tablette führt aber schon 75 Milligramm hierzu, sodass Sie also sehen, dass wir eine Überladung der Schilddrüse mit Jod hier bekommen können. Die zweite Interaktion, die stattfinden kann, ist: Amiodaron ähnelt dem T3, also dem Schilddrüsenhormon, und kann den Schilddrüsenhormonrezeptor binden und damit die Schilddrüsenhormonwirkung nachmachen, sodass wir also sehen, dass Amiodaron Merkmale einer Hyperthyreose bis hin zu einer thyreotoxischen Krise auslösen kann. Das geht auch andersrum, weil Amiodaron ebenfalls beschrieben ist zur Hemmung eines Enzyms, das heißt 5-Dejodase. Und das ist exprimiert in der Leber und das konvertiert unser stoffwechselinaktives T4 ins stoffwechselaktive T3. Und wenn diese Konversion gestört ist, dann haben wir weniger stoffwechselaktives Schilddrüsenhormon zur Verfügung und das kann dann sogar zu einer Hypothyreose dann hier führen. So dass wir also sehen, dass Amiodaron mit der Schilddrüse interagiert und das ist ungünstig. Dann kann sich das Amiodaron in die Haut einlagern, die kann sich dann unter Umständen blau verfärben. Amiodaron kann sich in die Kornea einlagern, die dann so ein Stück milchig wird, und ganz gefürchtet sind Fibroseprozesse, die wir haben, also Fibrosierung vor allem im Peritonealbereich oder auch der Lunge, die dann auch progredient sind und dann dazu führen müssen, dass das Medikament abgesetzt wird, sodass wir sehen, also ganz ungünstige extrakardiovaskuläre Problematik, die wir hier haben. Ein weiterer Nachteil des Amiodarons ist sein extrem hohes Verteilungsvolumen. Was steckt hinten dran? Es steckt hinten dran, dass von der aufgenommenen oralen Menge des Amiodarons nach Resorption so gut wie nichts im Blutkreislauf hier dann auftaucht. Und das ist problematisch, weil wir eine hohe Menge an Amiodaron zuführen müssen, um überhaupt therapeutisch relevante Amiodaron-Konzentrationen im Körper zu erhalten. Was passiert? Amiodaron wird genommen und nach der Resorption verschwindet die Substanz in einem sogenannten flachen Kompartiment und danach in einem sogenannten tiefen Kompartiment. Das flache Kompartiment, das ist wahrscheinlich die Muskulatur, und das tiefe Kompartiment ist das Fettgewebe. Und wir müssen, oder man weiß, dass man therapeutisch notwendige Amiodaron-Konzentrationen erst erreicht, nachdem man für 8, 10 oder 12 Tage das Amiodaron aufdosiert mit einer Tagesdosis zwischen 1 und 1,5 Gramm. Das heißt, 1000 bis 1500 Milligramm pro Tag über 10 Tage müssen genommen werden, um therapeutisch relevante Plasmaspiegel zu erreichen, weil nämlich bei der Aufdosierung das genommene Medikament im flachen und tiefen Kompartiment im Körper irgendwo verschwindet, weil das Verteilungsvolumen so groß ist. Also es haben ein Verteilungsvolumen von ungefähr 5000 Litern. Dementsprechend wird die Substanz den Körper natürlich auch nur zögerlich verlassen, sodass nach Absetzen des Präparates wir meistens Wochen brauchen, bis das Amiodaron dann aus dem tiefen Kompartimenten zurückrekrutiert wird und dann ausgeschieden werden kann. So, jetzt mache ich mir hier nochmal ein Stück Platz und wir wenden uns den beiden letzten Aspekten zu, nämlich dem Adenosin und dem Digitalis Glycosin. Kommen wir noch ganz kurz zum Adenosin und zu den Digitalis Glycosin. Adenosin 1, 2, 3,
Ja, also vor allen Dingen supraventrikuläre Tachykardien, und das schreibe ich Ihnen nochmal auf. Diese Abkürzung, die relevant ist fürs Adenosin, das steht für AV-Knoten-Re-Entry-Tachykardie. Das heißt, hier betrachten wir supraventrikuläre Tachykardie, wie es die Tabelle hier vorgibt, in Verbindung mit einer Erregungsbildungsstörung im AV-Knoten. Und das steht für AV-Knoten, N für Node, also angloamerikanisch AV-Knoten-Re-Entry-Tachykardie. Das bedeutet also, immer wenn die supraventrikuläre Tachykardie mit einer überschießenden Erregungsbildung auch der AV-Überleitung hier verbunden ist. Und was versteckt sich hinten dran? Hier versteckt sich hinten dran der Adenosinrezeptor. Ja, den wir ebenfalls auf Herzmuskelzellen finden. Und was die entscheidende Information hier ist, der Adenosinrezeptor ist GI gekoppelt, also trägt ein inhibitorisches G-Protein. Das bedeutet also jetzt von der Funktion, dass er funktionell unserem Muscarin-2-Rezeptor entspricht, der ja jetzt der cholinerge Rezeptor am Herzen ist, der unsere parasympathische Wirkung vermittelt. Und was das Adenosin tut, dass man als intravenöse Injektion, als Bolus appliziert, es wird den Adenosinrezeptor auf den Vorhöfen und der AV-Überleitung binden, und durch seine GI-Kopplung wird er die Erregungsbildung unterdrücken. Das haben wir uns ja exemplarisch angesehen. Das macht ja der Muscarin-2-Rezeptor unter Nutzung eines inhibitorischen G-Proteins ganz genauso. Also er vermindert die Verfügbarkeit des zyklischen AMPs, und das vermindert die Calciummobilisation, und das vermindert die entsprechende Erregungsbildung in der Herzmuskelzelle. Und wenn wir uns die Chronotropie anschauen, da haben wir gesehen, dass das zyklische AMP ja mit unserem HCN interagiert und dann auch die Frequenzbildung hier ein Stück weit unterdrückt. Sodass also die Wirkung des Adenosins darauf beruht, dass es die Wirkung des Parasympathikus auf den Herzmuskel nachmacht, weil er GI gekoppelt ist. Der Bolus selbst wirkt nicht lange, meist nur 10 bis 15 Sekunden. Das reicht aber in der Regel dann, um dieses Re-Entry-Phänomen des AV-Knotens dann zu unterdrücken. Und jetzt schauen wir noch auf die digitales Glykosidel. Und auch hier haben wir, jetzt habe ich die Weißkreide in der Hand, ja, also haben wir die Wirkung nur auf die supraventrikulären Tachykardien. Ja, und das liegt einfach daran, dass die digitales Glykoside in der Lage sind, den Sympathikus-Tonus zu senken und den Parasympathikus-Tonus zu erhöhen. Und das ist natürlich Ereignisse, die natürlich die Erregungsbildung am Herzen verlangsamen und damit unter Umständen in der Lage sind, dann auch eine erhöhte Erregungsbildung so weit zu unterdrücken. So, dass wir also jetzt durchs Thema hindurch sind. Wir haben also im Rahmen der Vorlesung uns die Herzstruktur angeschaut, wo wir gesagt haben, wir schauen auf ein funktionelles Syncytium. Wir haben die Erregungsbildung angeschaut, der Schrittmacherzellen und des Arbeitsmyokards. Wir haben dann die Fehlfunktion gemeinsam betrachtet, vor allen Dingen in Bezug auf frühe und späte Nachdepolarisation und die Re-Entry-Phänomene. Und dann haben wir uns in Form der Tabelle natürlich hier die Antiarrhythmika angeschaut und sind somit am Ende des Vorlesungsstoffs angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage einfach auf Wiedersehen.